Freunde der guten Unterhaltung und des mit Abstand besten Let's Plays, das man sich aktuell auf YouTube reinziehen kann. Moment, ihr seid falsch. Ja, aber das ist ja sowieso nicht das beste Let's Play. Aber ich weiß, dass wir in den Süden müssen. Und ich glaube, da hätten wir möglicherweise den falschen... Da haben wir vielleicht den falschen Ausgang sogar genommen. Übrigens, worauf ich auch in den Kommentaren hingewiesen wurde. Guck mal, diese Pflanzen hier sehen ja aus wie von Super Mario. It's me, Mario. Uhuhu. Und das stimmt natürlich. X-Kristall, was ist denn das jetzt? X-Kristall! Wow, sie bringt mal mehr als nur 2 Schaden. Das ist ja, also... Das ist ja der Hammer. Hat sie nicht gesagt, sie hat einige Zauber gelernt? Sie hat einen gelernt. Kannst du nicht zählen? Hattest du keine Grundschulausbildung? Oh, guck mal, Stufe 6 erreicht. Das ist doch immerhin schon mal was. Also ich finde es aber krass, wie dieses Spiel einem vorgaukelt, es wäre groß. Also gerade eben durch diese World Map denkt man so, das würde hier jetzt noch irgendwie mindestens die 20 Parts gehen. Aber da kann ich euch beruhigen, das wird es nicht, ne? Das geht irgendwie noch maximal 5 oder 6. Also so wie ich das jedenfalls bei anderen Let's Playern gesehen habe, aber die reden im Regelfall auch ein bisschen weniger als ich. Beziehungsweise spielen einfach schneller, während sie weniger reden. Oder so. Und haben auch nicht so lange Pausen. Und laden regelmäßiger hoch und sind sowieso einfach viel besser. Aber trotzdem ziehst du dir hier gerade eben die Scheiße rein. Da frage ich mich, was ist bei dir eigentlich kaputt gegangen in deiner Jugend? Ja, ich würde jetzt mal empfehlen, dass Kevin Doe hier den Angriff gestaltet. Und du nimmst mal deinen krassen Heilzauber. Ach, jetzt kann sie beide heilen. Ich glaube, das ist vielleicht neu. Ich weiß es nicht. Hab's wieder vergessen. Aber kurz mal hier diese hässliche Schildkröte schlachten ist auch mal so eine Idee. Das ist so ein Rollenspiel, in dem Heiltränke echt nutzlos sind. Außer halt irgendwie die Kevin, der Michael stirbt. Weil die kann halt einfach immer im Kampf währenddessen heilen und Kevin Doe macht den Angriff und so stirbt man eigentlich nicht. Aber selbst wenn dieser Weg hier, den wir gerade eben bestreiten, ins Nichts führen wird... Alter, jetzt wird's aber auch nervig hier mit den Kämpfen. Das wäre egal, denn so haben wir ein bisschen gegrindet, nennt man das doch, oder? Wir haben halt ein bisschen gelevelt. Ja, und leveln ist cool, weil wenn man ein bisschen levelt, dann ist das voll sinnvoll. Sie heilt mal weiter, weil... Man sieht ja hier, ihre TP sind jetzt nicht gerade eben auf dem freshesten Stand, den man so haben könnte. Und ey, mal ohne Scheiß, es hat den ganzen Tag gepisst. Und trotzdem habe ich hier in meiner scheiß Dachwohnung abgefuckte 24,5 Grad. Also das ist eine erträgliche Temperatur im Vergleich zu dem, was der Sommer bis hier sonst so in meine Bude reinballert. Aber trotz allem könnte es auch ein bisschen kälter sein. Ist es aber nicht. Ah, oh, Kindchen. Boah, ein Schaden macht sie, wenn sie Media angreift. Das ist ja eine ganz krasse Tuse, ey. Naja, also... Da bin ich ja richtig begeistert. Also dieser Hain, der ist definitiv nicht hier. Wir werden hier vielleicht irgendein Secret bekommen. Ich finde das ja krass, wie groß diese Schildkröte einfach gemacht ist. Die macht einem so richtig Schiss in der Hose. Dünn, 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 dünn. Nochmal X-Kristall hier. Wir haben keine Zeit für die Kacke. Oh, ist das für eine... Wir müssen mal gucken, was das für eine Animation hat, wenn es angegriffen wird. So richtig so einfach nur so ein Kopfnicken zur Seite. So, so ja, pff, scheiß ich drauf. So, 2 Level weiter sind wir schon. Und hier... Was sind das jetzt? Nee, oder? Wir sind gerade eben zum Endboss-Areal gelaufen. Aber wir haben ja noch nicht... Die feinen Hälften des Amulettes. Ja, voll super. Also wirklich, tatsächlich, wir leveln gerade nur dumm auf. Finde ich zwar jetzt auch nicht zwingend schlecht. Ebenso wie ich das nicht schlecht fand, dass der Pilz hier gerade eben nicht das beste Zielwasser getrunken hat. Denn er hat gerade daneben geschossen. Daneben geschossen, daneben geschossen, daneben geflossen, zerflossen, zerronnen und ich habe meine Blumen gegossen. Blumen gegossen und Schildkrötenrossen, die bumse ich von hinten. Das ergibt keinen Sinn und irritiert mal wieder alle Zuschauer, die ein Niveau über dem von einem Drittklässler haben. Aber es gibt auch Drittklässler, die Niveau haben. Will ich ja jetzt hier nicht ausschließen, ne? Vielleicht habe ich ja Superhörne unter meinen Zuschauern, die schon so einen IQ-Test von 243 bestanden haben. Und das deswegen absolut nicht abkönnen, wenn ich hier so für zwischendrin mal eine schlecht gemeinte und vulgär angehauchte Gesangseinlage raushaue. Was für ein Satz, ne? Was für ein Satz. Muss man sich fast verloben. Ey, das nervt gerade so mit den Zufallskämpfen. Leck mich doch am... Und es wird auch nichts bringen, wenn wir fliehen, weil fliehen dauert ja auch nochmal eine Runde extra und in der Runde hätten wir auch schon fast alle Gegner platt machen können. So, ich mache jetzt erstmal hier diese Bienen platt, weil die gehen mit einem Schlag. Sie soll mal weiter... Obwohl, nee, komm, mach mal auch hier so eine Biene.
mach mal eine, ne? Kevin Doe kann dann hier direkt weiter attackieren. Und jetzt kannst du wieder heilen. Wie du halt lustig bist. Moment, ich gucke jetzt mal kurz was. Fühle mal kurz an meinen Rechner. Ey, das ist ja so krass. Komplett kühl. Weil ich sag das aus einem Ding. Und zwar spiele ich gerade immer mit meinen zwei Gamer-Buddies. Ja, also hier aus der näheren Umgebung spiele ich gerade immer sehr, sehr lange und sehr, sehr oft Civilization 5 online. Und das Spiel saugt so herb Ressourcen. Also wenn dann auch noch ein heißer Tag ist, mein PC glüht. Ich habe den da extra noch nebenbei irgendwie gekühlt mit so einem Ventilator, der noch von außen kommt und was weiß ich was, weil ich einfach so Angst habe, dass das Ding irgendwann in Flammen aufgeht. Weil das war echt richtig heiß. Und jetzt nehme ich hier ein Spiel gleichzeitig auf, ja, und das Ding ist kühl wie, keine Ahnung, ein Kühlschrank. Man muss ja nicht immer die besten Vergleiche bringen. Boah, ist das eine langweilige Folge bisher, ey. Mann, ist die langweilig. Ich mache nichts anderes als Zufallskämpfe und auf Gegner kloppen. Das könnte ich eigentlich auch direkt schneiden, wenn mein Kommentar nicht so unglaublich betörend gut wäre. Jetzt komm schon, hier, mach mal ein bisschen. Wo geht's da lang? Bestimmt auch falsch. Oder vielleicht ist da. Das ist neben Süden, hat sie gesagt. Das ist ja dann wieder noch. Das ist bestimmt alles falsch, was wir gerade machen. Warum ist das jetzt gerade nicht gestorben? Komm, mach deine Mega-Attacke. Bam, Alter, 7 in die Fresse. Krass, ich glaube, ich lüfte nachher zwischen der Session nochmal kurz. Aber so, damit das hier nicht noch irgendwie auf 25 Grad einsteigt, weil dann wird's unerträglich. 22, 21 sind eigentlich immer schöne Raumtemperatur, aber war das jetzt richtig oder sind wir da? Was? Das habe ich doch noch gar... Alter, ich habe voll den Fehler entdeckt, glaube ich. Alter, habe ich einen Fehler entdeckt. Was, Charakterauswahl? Das ist ja krass. Das kriegt ja wirklich noch richtige Erneuerung. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler entdeckt. Und zwar, meine lieben Zuschauer, dieses Menü hier sollten wir doch eigentlich erst freischalten, oder? Dieses Inventar hier mit Ausrüstungsmenü und allem drum und dran. Warum habe ich das? Alter, was los? Was war denn das gerade? Alter, was hier los? Was los? Also ich weiß, es gibt noch so einen Action-RPG-mäßigen Abschnitt. Das wird möglicherweise der hier sein, also so ein bisschen Diablo-ähnlich. Ich gehe hier jetzt raus. Ich habe Angst, dass ich das Spiel gerade kaputt mache, weil ich irgendwie wahrscheinlich als erste Person in der Welt angefangen habe, das zu erkunden und nicht gleich in den Süden gerannt bin. Deswegen huste ich mal kurz, muss ich ja auch mal wieder dazu erwähnen, weil ihr habt das ja gerade nicht selbst erkannt, dass ich gehustet habe, aber deswegen, ja, gehen wir jetzt nochmal kurz zurück und versuchen, das hier alles chronologisch korrekt ablaufen zu lassen. Hier, heil mal bitte nochmal schnell. Du machst den Angriff. Und ach, ich dachte schon, das wäre der Todesschlag, aber zwar nicht. Sie soll mal weiter heilen, dann sind wir wenigstens mal hier auf einem anständigen TP-Stand. Und damit ist auch wieder die riesengroße Schildkröte tot. Ey, das mit den Zufallskämpfen geht aber einem hier schon, ne? Also deftig auf die Klöten. Weiß nicht, ob das euch auch deftig auf die Klöten geht, aber mir geht das deftig auf die Klöten. Ich dachte jetzt auch, dass wir vielleicht mit dem Onkel, weil wir dem mussten wir ja auch einen Namen geben, dass man damit vielleicht noch ein zweites Partymitglied bekommt oder so, aber Pustekuchen, sagt dir das Spiel. Ein drittes Partymitglied meine ich natürlich, ein zweites haben wir ja schon. Warum lasse ich die zwischendrin immer angreifen? Das ist so verbrauchte Ressourcen. Also. Ey. Ich krieg hier gerade echt, ich werde gerade voll sauer. Ich werde gerade echt richtig sauer. Boah, werde ich gerade sauer, ey. Puh, ich muss mich gerade richtig beruhigen, weil die Hitze wird schlimmer, ja. Wir haben Temperaturanstiege. Und gleichzeitig muss ich mich hier mit einem verkackten Zufallskampf nacheinander rumschlagen. Und die fand ich schon in damaligen Rollenspielen richtig nervig. Die waren immer nervig.
Das ist echt sowas, das hätte man nicht zwingend nachmachen müssen. Ganz ehrlich. Boah, kotzt das gerade an. Alter Vater. Das kotzt ja gerade so derb an. Auch wenn es schön ist, dass wir nachher wahrscheinlich im weiteren Spielverlauf null Probleme haben werden, weil wir schon viel zu hoch gelevelt sind durch das ganze Rumgerenne. Also jedenfalls, wenn es noch um dieses Kampfsystem und nicht um das Action-Kampfsystem geht. Warum habe ich sie schon... Ich bin so einfach nur in diesem A-Drück-Flow drin. Ja? In diesem Attacken-Spam. Jetzt vorsichtig, wo geht's lang? Alter. Lieber tretet ihr mir von mir aus 8 Runden in den Arsch, als dass ich mir jetzt nochmal diese... Was? Wieso? Wieso war da gerade eine Wand? Ey, und schon wieder die gleiche fucking Party, ey. Will das Spiel mich eigentlich auf den Arm nehmen? Und wie viele Angriffe noch? Wie viele Angriffe noch, ganz im Ernst? Boah, jetzt will ich schon einen scheiß Trank verwenden hier. Oh, kotzt mich das gerade an. Das ist doch verständlich, dass das einen ankotzt, oder? Da will man einfach schön entspannt ein bisschen die Welt erkunden und dann in irgendwelchen komischen Gebieten, die man noch nicht betreten kann, und das andere Gebiet, das man betreten kann, da passiert dann plötzlich irgendeine Kacke, die man im Spiel noch gar nicht freigeschaltet hat. Da möchte man zurücklaufen, um einfach nur das Spiel chronologisch zu Ende zu bringen, und bekommt dann 3465 Milliarden Zufallskämpfe in die Fresse geklatscht. Applaus! Boah, erster richtig heftiger fucking Kritikpunkt. Mann! So, jetzt habe ich aber auch genug aufgeregt an dem Punkt hier. Das ist ja echt eine... Eine Scheiße ist das hier. Und wenn es wenigstens irgendwelche Limit-Attacken gäbe oder das Ganze ein bisschen dynamischer wäre... Aber nein, aber nein. Guck, hier ist irgendwie... Das ist doch alles... Da sind komische... Wenigstens ist es nur die Schildkröte, ey. Wenigstens ist es nur die Schildkröte. Die hat man wenigstens in 2-3 Runden erledigt. So. Damit hätte sich das auch schon erledigt. Moment mal, ich habe mal gerade... Aha. Da ist das Dorf. Aha. Ein Dorf, keine Zufallskämpfe mehr. Ich habe hier gerade eben meine Kopfhörer mal kurz weggezogen, weil ich dachte, dass da gerade eben jemand sich seinen Weg in mein Zimmer bahnt. Also kurz gesagt, dass meine Mama oder mein Papa oder mein Bruder hier reinkommen, und das wollen wir natürlich nicht in der Aufnahme haben. Das kommt ab und zu noch vor, gerade eben sind Sommerferien, ja, das heißt, der Kleine hat frei. Und um 22.11 Uhr sind da noch Menschen wach, und ausnahmsweise dachte ich mir mal, nimmst du ein bisschen früher auf. Ich hätte jetzt eigentlich auch zu der ollen Heilerin gehen können. Aber komm. Freunde. Ey, ich bin... so langsam echt richtig angenervt. Und jetzt rennen da unten gerade irgendwie wieder... Kennt ihr das? Ihr kennt das bestimmt. Also ich will jetzt nicht auf meiner Familie rumhacken, die ist super und so ein Kram, ja? Aber ihr kennt das bestimmt, dass ihr irgendwas macht, ja? Und unten trampeln die Leute dann durch die Gegend, als wäre gerade eben irgendeine Karawane am Start. Ich weiß nicht, kennt ihr das von eurer Familie auch? Ab und zu haben irgendwie alle so einen komischen Trampelkomplex. Also so richtig so boom. Warum geht das gerade alles daneben? Toll. Voll cool, dass das alles daneben geht. Finde ich klasse. Ey, Alter, das ist doch... Was ist denn jetzt los? Mach mal erstmal die ollen Pilze da. Sie mit ihrem tollen Fünferangriff. Den kann sie sich eigentlich auch echt mal sparen, ey. Da muss ich gar nicht mehr auf Angreifen drücken. Da mache ich ab sofort nur noch die Zauber. Aber das habe ich halt nicht so drin, ne? Dankeschön, dass das auch mal treffen durfte. Ich bin hier. Ich muss doch auch diesen Maui schreien. War ich richtig? Ich glaube, ich war richtig. Ich glaube, da oben diese Ruinen sind der heilige... Nein, das war doch nicht der heilige Hain, oder?
Oder müssen wir doch erst an den Schrein? Und ich hab das voll verpeilt jetzt. Boah. Leute. Also, falls ich's verpeilt haben sollte. Ja, die Folge hier wird gleich zu Ende gehen. Und falls ich's wirklich verpeilt haben sollte, ich check nach der Folge mal kurz irgendwie im Internet, wie das chronologisch eigentlich ablaufen sollte. Weil man kann sich ja auch nicht richtig orientieren auf dieser Zufallskarte, weil jeder Schritt endet ja in einem neuen Kampf, den man eigentlich gar nicht haben will. Das nervt so tierisch. Das nervt so unglaublich tierisch. So. Also hier sind wir doch rausgekommen, oder? Also hier kann dieser Hai nicht sein. Ich krieg so die Krise, ey. Ihr glaubt mir gerade gar nicht, wie das nervt. Also für euch ist es vielleicht noch witzig, weil ihr habt ja noch meinen Kommentar dazu und ihr könnt euch ja auch nebenher am Sack kraulen, wie solch witzig ist. Ja? Das heißt, für euch ist das komplett irrelevanter als für mich. Aber was hier einfach für eine Gameplay-Vergewaltigung vorgenommen wird, ist doch nicht mehr normal. Ach, natürlich stirbt das Kackvieh nicht. Danach dein Mega-Angriff, Michael! Boom, 9 Schaden, Alter. Krass. Puh, beruhig dich. Beruhig dich. So ein richtiger Zufallskampf-Rage hier. Das wird bestimmt der Titel, wenn ich es nicht vergesse. Ey, guck mal, wirklich, es ist nicht irgendwie angenehm eingestellt. Von wegen so, ja, alle 25 Schritte mal. Und das geht wieder alles daneben, ey. Ich könnte hier gerade eben... Boah, ich könnte hier gerade echt... Weißt du, es ist nicht mal so alle 25 Schritte oder irgendwie sowas. Nö, es ist einfach alle 2 Meter. Und Meter sind in diesem Spiel Pixel. Und jetzt gleich wieder 3, 2, 1, sicher noch bevor wir... Ja, natürlich! Ein Bombending, du! Macht das Spaß, dieses Spiel! Meine Fresse! Das immer... Das macht mich so sauer gerade eben. Also, so. Wir gehen jetzt in das Dorf. Ich weiß, wir haben in dieser Folge einen absoluten Schiss erledigt. Nur irgendwie irgendwelche komischen Glitches gefunden und sonst was. Ich entschuldige mich nicht dafür, denn es ist eindeutig die Schuld von dem Spiel. Das irgendwie... Ich habe ja auch keinen Kompass. Süden könnte ja auch im Norden sein. Es ist doch echt zum Kotzen. Bis zur nächsten Episode. Tschüssikowski.